Moin, in der letzten Folge haben die beiden mit Konstantin gelabert, weil sie unbedingt. Nee, war das vorletzte Folge? Na, auf jeden Fall wollen sie Maxi-Taxi. Warum auch nicht? Und haben was über die Geschäftsführerin rausgefunden und diesen anderen Dude da. War da ein bisschen in Casinos und so weiter. Und jetzt will ja Jojo alles töten. Ne? Das war ja ungefähr das Letzte, was ich noch angekündigt habe, dass ich sie überzeugen werde, dass sie alles vernichten muss. Insgeheim natürlich mit der Hoffnung, dass sie dabei abkratzt. Klar. Viel Spaß und bleibt geil. So, Sie muss natürlich nicht. Ja, Entschuldigung. das ist natürlich doof. Sind die irgendwie damals früher auf dieselbe Schule gegangen oder sowas? Nein. Er ist Woher kennen die sich? Bildungsstand einfach 4 Level unter ihr. Unter ihr? Ja. Auf jeden Fall, Alter. Der ist ein fucking Losglaube. Der hat mit 16 sind. Der ist wirklich. Der ist eine bessere Freya. Der mit 12 haben sie bei ihm erkannt, okay, der ist nicht ganz blöde, aber er ist nicht die hellste Leuchte von ganz Moskau. Also mit 16 schöne, 15 schöne Ausbildung angefangen. Zum Programmierunterdude. Zum Helfershelfer, weil der ist vermutlich eher von dem, was wo er wohnt und was er für Kohle kriegt und was er sich leisten kann. Ist das jemand, der eine Programmierschablone benutzt, um auf Bugsuche zu gehen und so ein Shit. Und die dann nicht mal alle, wenn das komplizierte Sachen sind, wird der die nicht lösen können, sondern halt eher finden, melden und ein paar kleinere Sachen ausbessern. So krass ist der nicht. Also woher kennen die beiden sich? Was sagen denn ihre Sozi Swinger-Club. Ja, aber ich habe keine Vor Lust jetzt schon wieder mit irgendwelchen Banshees abzuhängen. Neun von zehn Swingerclubs werden hier von Banshees geleitet. Ihr wart nur in einem. Siehst du, 100%. Oha. Eine gewisse Fehlschlagrisiko lassen wir ja. Nur so. 9 von 10 passt schon. Ich muss sagen, eure Stichprobe ist tatsächlich sehr aussagekräftig. Das ist wissenschaftlich belegt jetzt, Total quasi. repräsentativ. Ja. Das auch. Also, willst du dir weiter anzweifeln? Nichts geht über N1, da habe ich überhaupt nichts dagegen. So, woher kennen die beiden Pussys sich? Das ist eine gute Frage. Und was tun sie außer, vielleicht haben sie auch einfach nur Spaß zusammen, weil sie sich irgendwie mögen. Soll ja auch vorkommen. Er schämt sich aus irgendeinem Grund. Ich helfe dir. Er will einfach nur nicht erkannt werden. Das meine ich doch. Er schämt sich, dass er zum Glücksspiel geht. Und sie verachtet ihn, weil er so eine Muschi ist. Ich glaube das nicht. Die verbindet irgendwie mehr. Weil sonst würden die sich nicht regelmäßig treffen, weißt du? Wo wohnt der Typ und wo wohnt sie? Im selben Stadtteil, aber ziemlich weit auseinander. Wo er wohnt, das ist noch nicht direkt eine Arkologie, aber das ist halt ein reiner Neonet-Wohnblock, wo du dann direkt davor deinen Arbeitsbus hast, wo du früh einsteigst, der nur zu dem einen Betrieb halt fährt, da gehst du raus und gehst da arbeiten und wirst abends wieder abgeholt. Und sie wohnt halt im Westen von Sokol. Danke. Ich meine, das ist kilometermäßig nicht so viel. Die können sich dort. Der wird vermutlich auch in diese berüchtigte Mall gehen und sie auch, denn das ist dort das Riesending. Das ist halt einfach groß wie Oberhausen und stark wie Kruppstahl und sowas. Ist nur minimal übertrieben jetzt. Es gibt Möglichkeiten, sich dort über den Weg zu laufen, ja. Aber es gibt
kein nichts Gravierendes, was du findest, woher die sich kennen könnten oder was sie für krasse Gemeinsamkeiten haben. Obwohl, sie hatten beide die Windpocken nicht und sie hat sie dann nochmal mit 18, nee, mit 21 bekommen und er mit 24. Das ist natürlich schon ziemlich heftig, das ist ja da ziemlich gefährlich, verstehst du? Ist er auch 3 Jahre älter als sie? Nee, er ist 5 Jahre älter als sie. Ja, dann haben die also die Differenz drin gehabt. Naja, warte mal, das ist, ich wollte damit doch sagen, dass es keine Sachen gibt. Er war dafür in einem Neonet-Ding und sie war in irgendeinem anderen Ding. Aber stell dir mal vor, sie hätten sich gekannt zu dem Zeitpunkt und hätten das sich gegenseitig angesteckt. Haben sie nicht. Ah, siehst du. Weil wie steckt man sich nämlich an? Durch Körperkontakt und so. Ich kenne doch deine verwinkelten Winkelzüge. Zwar weißt du mehr als ich. Wahrscheinlich. Aber manchmal ist man nicht nur paranoid, wenn man nicht verfolgt wird. Moment. Andersrum. Dingens. Gut. Was haben die beiden von einer Geschäftsbeziehung voneinander? Bei ihm können wir nicht einbrechen, bei ihr wird wahrscheinlich auch schwierig. Klar könnt ihr bei ihm einbrechen, klar könnt ihr bei ihr einbrechen. Ja, in so einem Neonet-Gebäude ist das schon ein bisschen blöd. Na, pass auf. Es ist anstrengend und es ist ein bisschen nerviger als sonst, weil, wie gesagt, da werden dann Kameras sein, die auf jeden Fall gut funktionieren. Und vielleicht haben die Kameras sogar eine automatische Gesichtserkennung. Da ist trotzdem niemand vor ihrem Haus. Die Bullen sind auch immer noch 10 Minuten weit weg, weil das im Wesentlichen der gleiche Stadtteil von der Sicherheitsstufe ist. Es gibt keine externe Neonet-Sicherheit, die dorthin kommt. Das ist nämlich ein Lohnsklavengebäude, wo Leute wohnen, die wie viel verdienen? Ungefähr 1,7 bis 2,3 im Monat. Da muss man mehr aufpassen als bei den ganzen Bruchbuden, wo ihr in letzter Zeit reinmarschiert seid. Aber das kriegt ihr hin. Und bei ihr sieht es nicht viel anders aus, außer dass ihre Kameras keine automatische Gesichtserkennung haben werden. Dann klappern wir doch mal die Wohnungen ab. Das dachte ich mir nämlich auch. Ja, bei ihm wissen wir ja relativ gut, wann er arbeiten muss. Ja, auch bei ihr. Pass auf, ihr gebt mir einfach generisch 2 Würfe. Ich will, dass einer von euch beiden, wäre es mir egal, würfelt Schlosser und Logik und der andere Wahrnehmung und Intision. Auf Merkschloss? Ja. Willst und du nicht die Wahrnehmung machen? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Besser. Da bin ich besser, ja. Auf Sehen, oder? Ja, das ist das meiste, was man braucht, ja. Verdammt, ich bin so dumm mal wieder. Ja, ist aber egal. Ich könnte das eventuell etchen wollen, würden. Das klingt total gut. Wenn du es etchst, musst du nicht noch einen zusätzlichen Wurf auf Schleichen machen. Na, siehst du mal. So, pass auf. Bei ihr ist es eher nervig reinzukommen, weil sich also eine Frau ist gerade dabei, sehr viele Dinge aus dem Fenster zu werfen von ihrem Macker, der natürlich vor ihrer Wohnung steht und dran trommelt. Da ist das ganze Haus ein bisschen mobil, weil es ein schönes Schauspiel ist. Und es werden Wetten abgeschlossen, wann sie ihn wieder zurücklässt. Die meisten sagen, morgen Abend. Das heißt, wir müssen im Wesentlichen warten. Aber dann ist es relativ easy reinzukommen. Es ist, ich würde sagen, in einem geschmackvollen Beige gestaltet. Ein Jahr, also ziemlich ordentlich. Die Frau muss echt alt sein, wenn sogar schon ihre Wohnung beige ist. Nee, aber es gab mal eine Zeit, wo beige Möbel übelst günstig waren, weil die alle so einen kleinen Fehler hatten. Und zwar, dass da zum Teil zum Beispiel in Sesseln und so Federn fehlten. Und die waren alle beige in der Produktionslinie und das war echt günstig. Aber sie hat ein paar Pflänzchen da, sie hat ein Poster da von irgend noch, von fucking, wie heißt er denn gleich? Gal Gombat Mage. Nein. Der Ork aus dem Ukas, der Ares-Sänger. Das Sellout. Brandon Task ist auch super. Task, die Innen sagen so. Ansonsten ist nicht viel Auffälliges da.
Ihr werdet sicherlich nach jahrem Scheiß an so einem Kack suchen, bis ihr nicht mehr könnt. Und da werdet ihr nichts finden. Außer einem Umschnall-Dildo. Hat sie Kondome da? Welcher vernünftige Mensch hat keine Kondome im Haus? Ich überlege ernsthaft, mit einer Nadel den durchzustechen. Die Moskauer Einzelmännchen sind wieder on Tour, ja? Nein, ich bin... Das ist gemein. Meinst du? Hm. Ach so, willst du sie aus dem Geschäft drängen? Sie wird schwanger. Ja. Das ist ein sehr verlässliches Ding, du. Du findest weiterhin Hormonpräparate. Welcher Art? Derer, die verhindern sollen, dass sie schwanger wird? Ja. Okay. Das sind so eine Art Reservoirs, die man sich in die Vagina einführt und die innerhalb eines Monats abgebaut werden. Das ist gar nicht so klug, die werden ausgeschwemmt, ne? Da muss man sie wohl doch essen. Kinder können sich da auch einnisten, warum dann keine Reservoirs? Naja, weil Kinder ein wilder Körper das. Nee, eigentlich auch nicht, das sind auch nur Parasiten. Das Immunsystem arbeitet da ziemlich strikt gegen. Was habt ihr noch so in ihrer Bude vor? Hat sie irgendwo Geld oder irgendwas anderes? Nee, sie ist ein guter Mensch, sie hat keine Crestings rumliegen, weil alles über die Matrix mit Banken läuft, nicht wahr? Das stimmt. Gut. Sie hat auf jeden Fall jetzt ein paar Kameras in ihrer Wohnung. Gut. Und einen kaputten Kühlschrank. Ich hoffe doch, du hast die Dusche nicht ausgelassen. Natürlich nicht. Gut, wieso hat sie einen kaputten Kühlschrank? Naja, weil es immer gut ist, wenn man Leute finanziell langsam aber sicher in Schwierigkeiten bringt. Und ein Kühlschrank ist was, was teuer ist, was man aber irgendwie noch, was einfach auch mal kaputt gehen kann. Was haben wir gerade von ihr ausgesagt? Mai. In der Bude brauchst du auf jeden Fall ein Klimasystem, was einigermaßen funktioniert, weil die Sonne sonst dir das Leben unerträglich machen wird. Das wäre ganz schön teuer, das übernimmt der Vermieter auch nicht, wenn das wieder kaputt geht. Dann nehmen wir doch das. Ich meine doch als Bonus. Ich meine, das Jojo hat Industriemechanik 700.000, die kann einstellen, wann das kaputt gehen soll, fertig. Ja, nächste Woche. Schön. Mittwoch. Um 15.26 Uhr. Jetzt wirst du albern, jetzt will ich einen Wurf für die Uhrzeit. Außerdem hast du das circa vergessen. Ach so, entschuldige bitte. Naja, das hat sie absichtlich weggelassen. Noch, wenn ich's, ansonsten... Nee, dann hätte ich jetzt noch mit Sekunden dingsen müssen. Okay. In ein paar Tagen geht das Ding kaputt, ja. Ja. Okay. Gut, wir machen also einen Kompromatenkoffer, Schrägstrich irgendwas. Nebenbei noch. Vielleicht. Ich will sie jetzt erstmal nur ein bisschen stressen schon mal. Jo, eben. Ihr wollt dann zu dem Typen? Judy. Ist ein bisschen anstrengender, bliblablub. Kavan hat ja zum Glück ein bisschen elektronische Kriegsführung, das hilft, denn dadurch werdet ihr feststellen, komm, links machen wir alle mal aus. Und so weiter, genau. Wir würden uns da vielleicht auch gerne vorher verkleiden, bevor wir reingehen. Ja, na, habt ihr euch verkleidet schon vorher. Von dem, was die Werbung am Haus sagt, sind das Wohnungen für Leute. Evo ist bei mir sehr konkurrenzorientiert. Und treibt die Leute halt in den psychischen Ruinen dadurch, dass sie dir vorhalten, dass du durch die härteste aller harten Arbeiten ordentlich nach oben kommen kannst. Und die werden ständig Erfolgsgeschichten vor die Nase gesetzt. Nicht so amerikanischer Traummäßig, so richtig dumm, sondern anders dumm. Und zwar wird dir ständig deine Leistung mit einem prozentual zu erreichenden System, also am besten 100 dann, ne, wöchentlich hingelegt und dir werden dann schon mal die ganzen kurzfristigen Belohnungen und sowas, die das dann zur Folge hat, gleich mit präsentiert. Und Abstiege werden dir auch angezeigt, und zwar in Echtzeit, sag ich mal.
Und das ist halt für Leute, die Wohnungen sind für solche Leute reserviert, die die Aussicht darauf haben, eine Beförderung zu bekommen, die ein bisschen wesentlicher ist, als du kriegst 100 Millionen mehr oder so ein Shit. Das ist das Penisbarometer, da sieht man auch direkt, wenn es fällt. Ja. Oh Mann. Zusammenhang ist das nicht so, aber... Ja, pass mal auf, aber beim Barometer kann sie dich halt nicht so anstrengen, damit das ausschlägt. Da hilft das nicht viel. Was? Ach so, ja, okay, gut. Du kannst dich anstrengen, ja. Wie auch immer. Ist ein bisschen härter, er kommt am Ende rein. Der Typ arbeitet halt bei Neonet. Das heißt, ihr findet nach einer Weile Datenchips, die sind verschlüsselt. Ich weiß, das überrascht, aber tatsächlich. Man könnte elektronische Kriegsführung dafür sogar benutzen mit -2, um die zu knacken. Da hätte ich gar nicht. Man kann es zumindest probieren, es hat keine negativen Effekte, wenn du es jetzt versagst, ne? Machen wir das doch. Au. Denn ich war schon immer der Beste in Elektrokriegsführung. Hey, du hast auch den komischen Code von dem Mettbrötchen-Typen geknackt. Eben. Ist das schon dein Buch? Nee, ne? Nee, so viel glaub ich nicht drauf. Es geht auf Logik, ne? Eieiei. Ganz recht. Ich war da schon immer gut drin. Perfekt, würde ich sagen. Es dauert eine Dreiviertelstunde, bis du es geknackt hast. Und zwar von der Hälfte der Chips. Die anderen haben eine andere Verschlüsselung. Die wird ein bisschen schlechter sein, aber ihr musstet halt den richtigen Moment wählen, um dort einzubrechen, weil da auch putzt Leute durchgehen und so ein Shit. Er wird in einer halben Stunde von Arbeit kommen. Was ist ein Druff, wenn jetzt schon die Hälfte der Verschlüsselung geknackt ist? Wenn du das jetzt dort angucken willst, dann viel Spaß. Du kannst jetzt, da sie entschlüsselt sind, aber kopieren. Okay, dann kopieren wir. Ja. Es würde 10 Minuten dauern, noch die Logdatei zu löschen, die sagt, dass die Dinger kopiert wurden übrigens. Na, wir haben eine halbe Stunde Zeit, also... Ein Kopiervorgang ist ja bei Shadowrun bekanntlich. Der ist geschenkt. Worauf ich hinaus will, ist, du kannst entweder sagen, ich will, dass er nicht bemerkt, dass da Dinge kopiert wurden, oder ich, weil die andere Verschlüsselung ja schlechter ist, könnte jetzt ein bisschen gierig werden und die anderen Dinger noch knacken, die zweite Hälfte. Das könnte funktionieren, zumindest von ein paar. Ich möchte mir zumindest erstmal einen dieser Chips angucken, um zu sehen, ob sich das lohnt. Weil wenn wir uns da gerade My Little Pony kopieren, lohnt sich das einfach nicht. Dir reicht, wenn ich sage, es lohnt sich? Ja. Okay. Also es lohnt sich. Ja, ja. Hast du elektronische Kriegsführung? Kannst du das Zeug auch löschen? Nein, nur wenn du mir wirklich genau sagst, wie es geht. Also wenn du jetzt alles voreinstellst und ich nur den Chip reintun muss und einen Knopf drücken muss. Ja, aber das ist ja die Zeit, in der ich das machen muss. Also das ist ja, das bringt nichts. Da können wir nicht viel Zeit mit gewinnen. Das ist doof. Was würdest du sagen? Im Zweifel kommen wir einfach nochmal zurück, ist doch scheißegal. Genau, im Zweifel kommen wir zurück. Ich räume jetzt auf, dass wir nicht erkannt werden. Okay. Hey Leute, ich hab euch gerade mit diesem Entscheidungsding konfrontiert, wo ihr entweder auf Nummer sicher gehen könnt oder ihr werdet gierig und ihr sagt, ihr kommt einfach zurück, ihr habt meinen Plan zunichte gemacht, fickt euch auch. Nein, wir sind einfach klug und haben den Spielleiter automatisch. Ich finde, das kannst du uns auch honorieren. Genau.
Naja, was mache ich jetzt? Da stehe ich wieder da wie so ein Trolli, Alter. 48.000 Mal dasselbe hier. Ja, auf jeden Fall, wir machen das auf den safen Weg. Gucken uns dann in einem safen Bereich die safen Chips an. Und habt ihr safer Sex. Und dann würden wir morgen, wenn es safe ist, nochmal reinkommen in die Wohnung und die anderen Chips knacken. Also erstmal, was ihr kriegt. Müsst ihr vermutlich der Nähmaschine vorlegen. Dann gehen wir jetzt zur Nähmaschine. Sehr gut. Hi, Schneiderpuppe. Was für ein Ding? Karl. Was ist denn los? Jojo hält einen Chip hoch. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Das sag ich auch, wenn ihr mit euren kaputten Knarren zu mir kommt. Wir kommen nie mit unseren kaputten Knarren zu dir, weil wir uns dann eine halbe Stunde anhören können. Hättest du so über ordentlich gepflegt, wäre es auch nicht passiert. Ja, deswegen kommt ihr in letzter Zeit immer zu mir. Herzlichen Glückwunsch. Lüge uns doch jetzt nicht die Hucke voll, wir können das alle ein bisschen. Die Grundscheiße können wir alle, oder wir hauen die Scheiße einfach weg. Auf jeden Fall gehen wir nicht mehr zu Jojo. Nur weil das Ding 25 Jahre alt war, hätte das es aber nicht klemmen müssen. Da hättest du einfach ein bisschen mehr Pflege machen müssen. Du musst deine Waffen lieben, wie deine eigenen Kinder. Vielleicht sogar mehr. Mehr. Mann, da kann sich keiner anhören. Ey, Kaban, du kannst mir zustimmen. Du bist kein Prozzi mehr. Bostel! Ich könnte dir zustimmen, das ist richtig. Du hast doch nur Schiss, dass die jetzt hier bald sich wählen lassen will und du dann wieder unter ihr stehst, Alter. Fick dich doch. Oh, stimmt, den hätte ich jetzt gar nicht fliegen dürfen. Also dieser Chip, sagst du, der ist sehr interessant. Gib mal her. Bitte. Neonet. Ja. Okay, das ist aber nichts, ist nichts zu essen, genau. Das ist nichts Fertiges und nichts Öffentliches. Doch, das hier ist fertig. Okay. Das ist aber nichts, was sie rausgebracht haben, ne? Wahrscheinlich nicht, ich habe keine Ahnung. Das hoffe ich doch, weil da nebenbei auch mal Datensuche. Also das sind Erweiterungen für Pilotprogramme, ne? Die haben immer solche Plugins, wo zum Beispiel dann, du hast halt deinen Piloten in deiner Scheißkarre und dann sagst du halt, okay, ich mach den besser für innerstädtischen Verkehr und so ein Shit oder für das spezielle Fahrzeugmodell nochmal ein bisschen Upgrade und so ein Kack. Die bringen sie ja raus und die sind dann nicht ganz so teuer wie der ganze Pilot, aber das hier sieht halt aus, als hätten sie in der Fertigung oder in der Programmierung nicht so viel Lust gehabt oder die Qualitätsoffensive, die kommt anscheinend später oder sowas. Wie kann uns das jetzt also nützen? Das sieht ehrlich gesagt aus wie jemand, der mal bei Neonet gearbeitet hat oder so und jetzt auf eigener Faust irgendwas macht. Ich glaube nicht, dass die Dinger sonderlich sicher sind. Jedenfalls nicht auf Dauer. Aber ich meine, an dem hier wird noch weitergearbeitet, aber das sieht halt aus wie so ein Projekt, wo viel zu wenig Zeit reingeflossen ist und alles. Ist das vom Programmierstil eine Person? Wahrscheinlich, ne? Das sieht ein bisschen so aus. Das sieht auch aus, als hätte er nicht einfach die beste Suit gehabt, die du bei Neonet hast, so hast, sondern. Ne. Kleiner Schlawiner. Und das Ding hier wird auf jeden Fall gegen Baum fahren. Achso, ihr versteht den Witz nicht, ne? Das ist für ein Lufttaxi. Deswegen wird das gegen Baum fahren, weil das fürs Fliegen noch gar nicht ausgereift ist. Lass mich raten, es ist... Er hat einen Witz gemacht. Ihr seid so grausam, es war witzig. Ich kann nicht dafür, dass ihr zu blöd seid und euch damit nicht auskennt. Fast schon. Aber sag mal, ist das ein...
Ein Mostrans Air Supply Speeds Taxi für das Ding, das zugeschrieben ist? Ehrlich gesagt, das ist noch nicht spezifiziert. Das ist noch viel zu frisch, das Ding kann nur fahren. Aber ja, grob, denk schon. Also sprich. Oder für den Mostrans Air Passenger, weiß nicht genau. Aber das ist auch nicht ganz mein Matter. Was hat denn die gute Dame für ein Air-Taxi in ihrem Unternehmen? Eins von den beiden. Habe ich mir doch gedacht. Naja, wenn du schon was Schönes anfängst. Ich weiß doch, ob du hinaus wolltest. Also, er programmiert für sie Drohnen-Software. Dann damit sie sich unbedingt jemand anderen suchen, Alter. Ja, aber sie hat keinen anderen. Und legal kann sie es auch nicht machen, wahrscheinlich, weil sie keine Kohle dafür hat. Okay, wichtigste Frage. Ist sie hot? Keine Ahnung. Ist sie hot? Jojo zeigt ihm ein Bild. Sie hat keine Tentakel und keine Fangarme. Wenn sie sich ein bisschen schminken würde, vielleicht ein bisschen Lippenstift, Lidschatten, Rouge, Wimperntusche, vielleicht Haare ein bisschen anders. Zement ins Gesicht. Was soll denn das jetzt? Keine Ahnung, ich versuche nur irgendwie kreativ zu sein. Ich will nicht, dass man kreativ ist. Es gibt schon einen Grund, warum in irgendeiner... Warum die Menschen in dieser Stadt und in diesem Land ungefähr das gleiche Schönheitsideal haben, damit wir nicht davon abweichen müssen. Ah. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Judy. Soll ich den Rest auch noch durchgucken? Bitte. Tja, leider habe ich die ganze Woche Werkstattdienst, weil ich leider ein bisschen übernächtigt und vielleicht ein bisschen verkatert war und deswegen an der Wette nicht teilnehmen konnte. Ich habe gehört, es muss ziemlich episch gewesen sein. Ich weiß auch, dass du übel gut abgeschnitten hast, Burstel, aber ich kann mich ja jetzt nicht darum kümmern, wenn ich in die Werkstatt muss, um irgendwelche Kackkarren zu reparieren. Ich versuche mal, ob ich das schieben kann. Junge, warum hast du nicht gewartet, bis sie das sagt? Sie ist eh die bessere Fahrzeugmechanikerin. Weil er ganz genau weiß, dass ich ihm helfen werde. Mhm. Okay, also wenn ihr das macht, das wäre übel cool. Vielleicht auch noch einen Tag länger, als ich brauche. Das wäre richtig nice. Judy. Denn es ist auch für mich gehen Spaß, in diesen Salat reinzugucken. Passt. Übrigens ich krieg ja ständig irgendwelche Chips, ne? Irgendjemand war nett und hat auf einen Chip dann random ein paar Pornos und ein paar Bildchen draufgepackt. Wisst ihr, wie mich das zwischendurch motiviert hat? Ich meine ja nur. Man kann jemand mal zwischendurch eine Freude machen. Nicht immer noch kommen und wollen. Dafür kriegst du ja auch Werkstattdienst erlassen. Ja, okay. Nachdem wir dann die zweite Charge an Chips geholt haben, packe ich ihm... Könnte aber jetzt nicht mehr einbrechen, das sind jetzt Baumaßnahmen, Umbaumaßnahmen. Einen Tag später. Ja. Leute, ihr müsst heute nicht würfeln, ihr müsst nicht planen für diese Einbrüche, also entscheide ich, dass es nur einen gab. Diese Entscheidung sollte irgendwas wert sein. Ja, ihr habt mich outsmartet, aber Freunde. Es gab ein Update, nachdem bei Neonet irgendwo eingebrochen wurde und mal wichtige Sachen rausgeholt wurden. Und außerdem wird das nur noch mehr von dem Scheiß sein. Das war uns wahrscheinlich sicher, aber vielleicht hätten wir da ja noch ein paar mehr Sachen rausholen können. Außerdem hätte ich dann nämlich Gayporn zwischendurch verschicken können. Gay-Werkzeug. Werkstatt-Porn. Das kannst du immer noch machen. Guck mal, den Chip hier habe ich vergessen.
Ja, das wäre ja zu offensichtlich. Das stimmt. Jojo macht Werkstattdienst. Den macht sie sogar gar nicht so ungerne wie andere. Naja, vor allen Dingen, weil du da kreative Lösungen für normale Probleme finden kannst. Oder ja, effizientere. Ja. Und dich jeder in Ruhe lässt, denn wer zu nah an die Werkstatt geht, so heißt es, der arbeitet plötzlich da. Das kann sogar häufiger mal vorkommen. Naja, wenn dann irgendwie Konstantin oder so vorbeikommt, oh, wo du schon mal hier bist, kannst du eigentlich mal was machen. Ah, verdammt, ich hatte hier nur meinen Kommling vergessen, Kacke. Tja. Siehste? Das ist praktisch, weil jetzt kann Carban Jojo helfen, das heißt, sie sind dreimal so schnell. Gefühlt. Naja, weil Jojo, glaube ich, dadurch, dass sie das verhältnismäßig gut kann, relativ schnell ist. Das heißt, ihr Defizit ist ja, dass sie für manche Sachen einfach nicht stark genug ist. Das ist aber Carban. Das ist total praktisch. Das stimmt. Und sie ist motiviert. Dann machen wir doch mal, gehen wir richtig Hackengas. Bitte? Dann gehen wir doch mal richtig Hackengas. Ja. Easy. Jeden Tag halt ein bisschen. Es muss ja auch nicht immer alles auf einmal sein. Es ist nicht ständig was zu tun. Das passt schon. Und das wird sich rausstellen, dass da nur so ein Kram von ihm da drauf ist. Auf den anderen Chips auch. Gut. Und es passt zufälligerweise alles zu den Taxi-Unternehmenskrams, bla, Scheiß. Mag sein. 100%. Wäre natürlich schade, wenn das plötzlich irgendwie auffliegt, ne? Das wäre äußerst ärgerlich. Dann würde sie auf jeden Fall ihre Träume vernichtet sehen. Deine Gesetzeskenntnis sagt dir, dass da dieses Ding von Neonet so hart verklagt wird und der Typ einfach nur irgendwo landet, dass das eingestampft wird. Wahrscheinlich. Nö, es reicht ja, wenn wir ihr den Typen wegnehmen. Ja. Das heißt, es würde ja reichen, einfach nur den Typen auffliegen zu lassen. Damit muss ja nicht klar sein, dass sie ihn hat, wobei vielleicht sinkt der. Eben. Neonet will wissen, wo der Scheiß hinverkauft wird. In einem normalen Arbeitsvertrag von der Megacon steht alles, was du irgendwie machst, solange du hier arbeitest, ist unser geistiges Eigentum. Dann müssen wir uns vielleicht mal kurz mit ihm unterhalten. Eigentlich finde ich das sogar ziemlich cool, wenn unsere Fahrzeuge mit einer vernünftigen Drohnensoftware arbeiten würden. Aber das ist keine vernünftige Software. Leider nicht. Eure Fahrzeuge haben doch inzwischen vernünftige Drohnensoftware. Der Typ ist so schlecht, der kann das nicht. Er kann das vor allem nicht alleine. Na, es reicht doch, wenn wir uns erstmal nur mit dem unterhalten, oder? Jupp, das ist wahr. Geben uns als, keine Ahnung, was aus. Wie heißt denn der Geheimdienst von Neonet? ich glaube, das wäre zu viel. Der Geheimdienst? Das ist, sag mal nein. Wir könnten aber einfach gar nicht fragen. Der kennt sich da aus. Fuck. Ja, das tut er. Cool. Dann kann er mal was tun für sein Geld. Leute, muss sich gerade um ein Lagerstudio kümmern, was ist denn so? Ja, du meinst, er sitzt irgendwo und lässt sich die Nägel machen? Nein. Ihr trefft ihn irgendwann. Hallo, 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 dich habe ich gesucht. Borstel, ist das ein gutes Zeichen? Ja. Ah, das ist schön, ich habe mich auch schon so gefreut heute. Du hast dich so gefreut heute? Ja, heute früh habe ich gedacht, Mensch, das wäre schön, wenn Jojo mich heute irgendwann mal suchen würde mit Brustel zusammen, dann hätten wir richtig Spaß. Nee, danke.
Was ist er denn jetzt so? Fragen. Schön. Setzt euch doch. Ich hasse es, wenn Leute rumstehen. Dieses Neonet, ne? Nicht da hinsetzen, bitte. Hä? Also dieses Neonet, ja. Die Zukunft läuft auf Neonet. Neonet ist das Beste. Na, eigentlich nicht, aber ja. Pass auf. Wenn da so ein Typ irgendwie möglicherweise nicht ganz legal kleinere Seitenprojekte betreibt, programmiertechnisch. Dann hätte er zu Horizon gehen sollen. Hätte er zu Horizon gehen sollen. Ist er aber nicht. Tja, erster Fehler. So. Wenn in irgendeiner Form jemand etwas davon herausfindet und respondet quasi, wie würde Neonet responden? Tja, ich sag mal so. Neonet hat, soweit ich weiß, nie wirklich aufgegeben, vielversprechende Persona-Fixes zusammengekoppelt mit Aktionssoft für Soldatenexperimente zu entwickeln. Das wäre doch ein schöner Ort für den. Hey, nie, keine Ahnung, je nachdem, was er hier gemacht hat, der wird halt nie das Tageslicht sehen oder sonst irgendein Shit. Man kann ihn gut nutzen, um den anderen zu zeigen, was dann passiert, aber es wird meistens nicht gemacht. Der wird auf jeden Fall vor die Hunde gehen, ja. Was ist jetzt aber, wenn man ihm nur ein bisschen Angst machen will? Dann solltest du nicht so tun, als wärst du von Neonet. Okay, das wollte ich wissen. Und er wird sich vermutlich ordentlich einscheißen dann? Also geh auf jeden Fall nicht über die Innenrevisionsschienen. Das ist nicht Aztec. Bei Aztec kannst du sowas machen, weil niemand weiß, wie die da operieren und was hier dann als nächstes passiert. Aber in Neonet wissen die einigermaßen, wie die da vorgehen, die Leute. Die sind da besser, das wird besser kommuniziert, sage ich mal. Okay. Gut, dann Freelancer, passt schon. Sie müsst euch jetzt überhaupt nichts ausgeben. Ihr geht einfach hin und sagt, ihr wisst irgendwas und dann landet. Ja, klar. Das ist, ich wollte nur wissen, ob. Und dann kassieren wir ihn ab. Ob das in irgendeiner Form sinnvoll ist, über so eine Schiene ranzugehen oder ob das unnötig oder dumm ist. Du hast mir gerade gesagt, dass es bessere Wege gibt. Ja. Okay. Das hört sich gut an, du hast mich soeben glücklich gemacht. Schön. Es ist auch nicht so, als würde der dann irgendwann ein schlechtes Gewissen kriegen, weil, weißt du, bei anderen kann es ja sein, die kriegen dann ein schlechtes Gewissen, weil sie von euch dann irgendwie abkassiert werden oder so und rennen dann damit zu Papa-Konzern und fühlen sich schlecht, weil sie Vater verraten haben. Das ist kein Japanokon, ne? Das ist Neonet. Die haben mehr Schiss, immer mehr Schiss vor dem eigenen Kon als vor euch, aber sie haben genug Schiss, um euch auszubezahlen. Nur, was natürlich auch gilt, wenn er es nicht mehr bezahlen kann, dann wird er dumme Sachen machen, dann wird Neonet das mitkriegen und dann ist die Sache erledigt. Und unter Umständen, weiß nicht, wer das ist, wenn das schlimm genug ist, suchen die dann vielleicht auch nach den Leuten, die da vielleicht, ne? Ja. An den Seitenprojekten verdient haben und das wäre ungünstig für uns alle. Das stimmt, aber es geht hier auch nicht um ein dauerhaftes Engagement, Arrangement, genau das Wort habe ich gesucht. Schön, na dann ist ja alles klar. Okay. Dann bis später. Kaban, ich habe gehört, du hast einen Flachmann, was ist denn echt drin? Kaban. Hm? Ich habe gehört, du hast einen Flachmann, was ist denn echt drin? Sorry, ich habe nicht gedrückt. Ich habe gesagt, ich gebe ihm einen Schluck. Was ist da nochmal drin? Wodka, ne? Hm. Den riecht man ja nicht. Ja, schon klar. Bullshit übrigens. Warte mal kurz. Achso, schade. Okay, cool. Ich dachte, du hast Cooles. Was soll denn sonst drin sein? Na, keine Ahnung. Ich dachte, irgendwas ausgefallen ist. Ich dachte, in so einem Flachmann hat man dann so für den besonderen Geschmack, weil so ein Flachmann, habe ich mir überlegt, als ich das hörte, das hat ja übel viel Stil, ne? Das stimmt. Und da muss man ja auch was Stilvolles drin haben, weil
Wodka trinke ich ja eher, um mich zu besaufen, aber das würde ich halt da nicht reintun, deswegen. Ja, aber man kann ja nicht die ganze Zeit die ganzen teuren Shit mit sich rumschleppen. Na, ja, das kommt ja drauf an, wie oft du das Ding benutzt, wenn das jeden Tag wird, natürlich aber nicht, aber es wäre ja auch ziemlich dämlich. Du könntest es übrigens noch 10% stilvoller machen, wenn du auch eine Packung Ahoi-Brause immer dabei hast. Muss ich da nicht Korn dabei haben? Hä, Wodka Ahoi ist doch eine valide Sache. Na gut. Wie klingt denn das schon? Korn Ahoi, Wodka Ahoi ist doch viel besser. Kornbrause halt, kennt man doch. Ja, aber ist auch egal. Juti. Ich steck meinen Flachmann wieder ein. Ja. Deinen halben Liter. Aber wenn das Ding mal offen ist, dann muss man das natürlich auch eben kurz einmal. Er hat ja schließlich auch was getrunken. Hä, na ja, klar. Das ist ja logisch. Gut. Dann. Wie machen wir den jetzt fertig? Das Schöne ist, wenn wir ihn abkassieren, muss er mehr Geld verlangen von ihr. Das ist ein sauguter Plan. Ja. Und wenn der Scheiß wirklich so schlecht ist, wie Dingens gesagt hat, dann fährt die ihren Laden ganz alleine vor den Baum. Jupp, auch das. Achso, meint ihr, der Sachen datieren übrigens 4 Jahre zurück, ne? Mhm. Hm. Also ja, wir kassieren ihn ab, dann hören wir den Druck. Aber das scheint ein Langzeitprojekt zu sein. Vielleicht. Ich würde den gerne weiter überprüfen. Mich so 1-2 Tage hinter den hängen. Aber vielleicht ein bisschen länger. Ja, klar, warum nicht? Ich meine, ne, wenn die jetzt. Also ich weiß nicht, ob das die einzige Verbindung ist, die die zusammen haben. Vielleicht haben die ja noch irgendwo mal eine Verbindung oder sowas. Schlafen miteinander oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie, also ich weiß nicht, warum. Ne? Ja. Du meinst, wie die sich kennengelernt haben? Ja, die kennen, in was für einer Beziehung die stehen zueinander. Weil er programmiert ganz offensichtlich für sie. Sie, meiner Meinung nach, mag ihn nicht. Also werden sie wahrscheinlich nicht miteinander schlafen. Oder sie nutzt ihn halt einfach aus, aber. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das müssen wir herausfinden. Eldar stößt zu euch hinzu. Ich bin fertig! Hab den letzten Chip durch. Schön, und? Was kriege ich denn dafür für die geile krasse Info, die ich noch bekommen habe? Für die geile krasse Info? Ich habe ja mehr Folgendes vorgestellt. Irgendwann innerhalb des nächsten Monats hätte ich gerne mal wieder was richtig Leckeres zu essen. So ein richtiges Gaban erster Güte-Menü, nur für mich. Ja, nur für dich lohnt sich das Kochen nicht. Also da müssen schon mindestens 2-3 Leute. Weil sonst. Okay, ich will wenigstens mich so fühlen, als wäre es nur für mich, als werde ich gesondert in meinem Zimmer essen und du wirst es mir allein bringen. Aber das ist mein letztes Wort. Wie gut sind die Info? Ich finde, wir können einfach mal jetzt. Wir schlagen ein. Es muss kein 15-Gänge-Menü sein. Ja, nur so ist ja, kocht das alle und ich will mich halt besonders fühlen. Ja, okay, ich schlag an. Sehr schön. Okay, pass auf. Vor 4 Jahren. Gab's in dem Unternehmen so einen Unfall? Also gab's in einem Unternehmen so einen Unfall, Entschuldigung. wo der Chef voll der Bude in so einen Comlink-Prozier rastet, ja. Ne? Bäm, alle tot. So. Da hat man natürlich so minimal, die Polizei hat mal kurz vorbeigelunzt und daraufhin hat dann die stellvertretende Geschäftsführerin gesagt, die Scheiße wurde uns volle Bude gehackt. Guck mal, wie schlimm, schlimm, schlimm. So, die Matrix-Abteilung der Polizei ist ja sehr gut bezahlt und auf jeden Fall sind das alles Profis, die richtig viel Bock haben und damals bestimmt nicht viel mit der Woche zu tun hatten.
die haben da sich das sehr genau angeguckt, haben da abgewägt, haben da wirklich eine Ermittlung durchgezogen, die war beispiellos in ihrer auch einfach, ne, so. Also, so wie ich das gesehen habe, wurde da aber nicht gehackt, sondern da wurde sein Pilotprojekt, verstehst du, Pilotprojekt, wurde da genutzt. Okay. Aber danach hat er sich wirklich verbessert. Jetzt sollte nichts mehr beschleunigen, wenn es auf eine solide Fläche zufährt und so weiter. Also ich muss ein bisschen was von meinem Flame zurücknehmen. Was er macht, ist nicht das Schlimmste der Welt, aber es ist halt im Vergleich immer noch ziemlicher Scheiß. Du möchtest damit sagen, dass du es besser kannst. Nee, ich bin echt nicht so gut mit Drohnen, aber ich weiß nicht, zu welchen Konditionen der das verhökert, weil du kommst halt besser, wenn du die Plugins so kaufst. Ich meine, für ein Geschäft ist immer scheiße, weil Lizenzen und so kaufst du halt dazu und bla. Aber, also Risiko und Dings so. Ich bin ja keine Muschi, aber ich bin ja auch nicht blöde, weißt du? Das stimmt. Siehst du. Gulasch wäre mir übrigens sehr lieb, ne? Wenn es Gulasch wäre, bräuchte ich keinen Nachtisch. Gulasch? Na gut. Ich habe zwar gehört, dass das giftig sein soll, aber kriegst du. Er hat einen Witz gemacht. Ha, 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 ha. Jetzt weißt du mal, wie man sich da fühlt. Ja, Gulasch. Wildragout. Fein. Geil, Leute. Verpiss mich jetzt. Ha. Gut. Also. Die haben ihren Chef umgebracht. Versehentlich. Ja. Ich weiß noch nicht, ob das versehentlich war oder nicht, aber ja. Du kannst ihn jetzt nicht sowas unterstellen. Bitte? Du kannst ihn doch jetzt sowas nicht unterstellen. Was? Kann ich nicht? Mensch könnte für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich sein. Das ist aber neu. Wo gibt's denn sowas? Keine Ahnung. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Jeder Mensch ist ein Glücksspiel. So. Yep. Das heißt, wenn wir die beiden doch mal ansprechen, drauf, so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, dann werden die ziemlich am Arsch. Yep. Dann können sie sich eventuell überlegen, an uns zu verkaufen. Yep. Wie gesagt, ich würde mich immer noch nicht als Gang dahinstellen, aber das müssen wir auch gar nicht. Nö, das reicht ja. Und selbst wenn sie dann der Meinung ist, dass sie was anderes machen will, soll sie halt. Yep, finde ich gut. Wollen wir erst ihn konfrontieren damit? Ihnen ein bisschen Geld abziehen oder wollen wir direkt zu ihr gehen? Ich glaube, wir gehen, glaube ich, erstmal direkt zu ihr, oder? Naja, wir sollten vielleicht vorher nochmal mit Gandhi sprechen, wegen des Kaufs eines Taxiunternehmens. Das kann ich machen. Aber, und mit Konstantin. Konstantin hat das grünes Licht gegeben, dürft erstmal machen und dann sollte ihm sagen, wie viel es kostet, aber sollte im Rahmen bleiben. Okay. Konstantin hat hier noch Probleme, meinst du nicht? Doch. Das soll nicht seine Probleme mit unser machen. Dann sollten wir vielleicht trotzdem mit dem Schweden reden. Ja. Yep. Und mit dem Anwalt, dass wir einen rechtskräftigen Vertrag haben. Ja. Aber erstmal mit dem Wirtschaftsexperten. Sie. Ja, passt. Kommt dahin. Wir setzen uns.
ungefragt. Je nachdem, wo er ist. Ja, ja, passt schon alles irgendwo. Wir setzen uns neben ihm aufs Klo. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Es gibt dort nur ein Klo, leider ist nicht möglich. Was gibt's denn? Du bist doch Unternehmer und das mit Leib und Seele. Ich sage dir, ich habe bei null angefangen und jetzt bin ich beim Halb. Was? Ja, ja. Das ist immerhin eine Steigerung von viel. Unendlich Prozent, könnte man sagen. Ja. Das soll mal jemand nachmachen. Also. Taxiunternehmen, ne? Das Spannendste aller, ja. Logistikunternehmen. Na, was denn jetzt? Taxiunternehmen, das Spannendste aller Logistikunternehmen. Ach so, ja, okay. Wenn man so überlegt, ne, sich da so reinzukaufen. Nee. Wieso nicht? Das ist eine spannende Geschichte. Lass uns ein paar Jahre zurückspringen. Jojo lehnt sich zurück. Die Geschichte könnte länger werden. Ich hab vergessen, wann es war. Es ist auch nicht wirklich so. Aber pass auf. Mein Kollege aus dem Studium dachte, krasser Shit, lass mal irgendwie so ein Unternehmen hochziehen. Kurierdienst und Minitaxe sowie Kinderschulbus. Und weil er so ein gutes Herz hatte, ich konnte ihn deswegen auch sehr gut leiden. Vom hier also vor allen Dingen Schulbus für die Ghetto-Kids, dass sie zur Schule fahren. Ist natürlich schon maßgeblich deswegen geschalten, weil die dann immer die Busse hier geklaut haben, die Leute abgemurkst haben und so, ne? Worauf wollte ich hinaus? Genau. Damals konnte man das noch machen, das ist gar nicht so lange her, aber man konnte es noch machen. Du konntest so ein scheiß Unternehmen und dann bla. So. Dann gab es eine ganze Reihe von äußerst mysteriösen Zwischenfällen in mehreren Taxiunternehmen. Uiuiuiuiui. Also die mittelgroßen, sag ich mal, ne? Wo einiges schiefgelaufen sind, Menschen tot oder fast tot und was nicht alles. Und noch viel wichtiger, waren beschädigt. Was hat Aztec, vor allen Dingen Aztec, aber auch Evo und Neonet, was haben sie gemacht? Und hier Energia. Energia war ziemlich big. Die haben gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Guck, die armen Toten und unsere Waren. Und haben gesagt, Moskau, Russland, so geht das nicht. Das können wir nicht machen. Guck mal, die sind da alle ja nicht befähigt. Die machen doch hier Dumpinglöhne und die Menschen arbeiten viel zu lange. Nicht wie bei uns. Und die haben keine ordentlichen Programme, um das selbstständig zu machen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind kacke. Wir sollten doch Mindeststandards festsetzen. Mindeststandards. Oh, meldet sich. Ich weiß. Ja, bitte. Du brauchst eine extra Genehmigung dafür. Nicht nur eine Genehmigung, da musst du eine Prüfung absolvieren, dann kommt da alle halben Jahre so ein Prüfer, dann werden deine Fahrer überprüft, aber hier kommt der Witz, natürlich nur für Neugründungen. Denn dem Megacons, weißt du, man hätte es auch anders durchdrücken können, da hätten sie vielleicht mehr bestechen müssen oder irgend so ein Shit. Bei Neugründungen hast du jetzt im Wesentlichen verloren und bei Geschäftsübernahmen ist es eine Neugründung übrigens. Und das heißt, wenn Aztec kommt oder Energia kommt und sagt, ich kauf die Scheiße hier, dann machen die ihre scheiß Prüfungen, dann kostet die das kurz was und dann haben sie halt ein neues Taxiunternehmen. Wenn du das machen willst, dann dauert das für dich ungefähr 5 Jahre, bis die Scheiße abgeschlossen ist. In der Zeit hast du totes Kapital, also nicht totes Kapital, in der Zeit hast du einfach einen riesigen Schuldenberg angesammelt, weil du die ganze Kacke noch bezahlen musst und kein Geld verdienen darfst. Du meinst also 49% des Unternehmens. Nee, du machst halt echt lange, kannst du kein Geld mit dem Ding verdienen, aber bezahlst ganz schön viel. Nein, ich meine, ich kaufe nur 49% des Unternehmens, das heißt 51% verbleiben in den Händen, in denen sie jetzt sind. Da es sich dabei um ein bestehendes Unternehmen handelt, dürfte das also keine Probleme sein? Ja, wenn das Ding groß genug ist, um irgendwelche Firmenanteile zu haben, dann redest du aber von einer Größe, wo ich nicht weiß, ob ihr das Kapital habt, um das zu kaufen. Sämtliche Firmen können Firmenanteile haben. Ja, wenn du die halt und so weiter, aber wenn das viele haben das nicht in einem kleinen Bereich. Wie groß soll das denn sein? 12 Mann. Also ich meine, also, ja, du könntest theoretisch das so, ja, aber die wird doch einfach in Privatbesitz sein und danach ist sie in Privatbesitz von 2 Personen. Kann man oder machen. Einer Person und einer Firma. Kann man machen, aber das Ding ist dann, also du bräuchtest dann halt natürlich einen Strohmann, ne? So, die bisherigen Sachen, wo wir jetzt zum Beispiel eine Bar oder ein Sonnenstudio und so, da haben wir unsere Strommännchen und so ein Shit,
Aber das sind halt Bars und Sonnenstudios, das sind halt noch kleinere Unternehmen, sag ich mal. Also wenn... Kann man nicht vielleicht auch eine Lösung finden, wo das nicht... wo wir nicht irgendwas erwerben müssen, sondern wo man sich außergerichtlich einigt, sag ich mal. Wo dann auch nichts zu uns zurückverfolgt werden könnte, falls mal irgendjemand, ich will nicht mit dem Finger auf jemanden deuten, der zeigt auf sich, Mist bauen könnte, weil er sich in dem speziellen Ding jetzt auch nicht hundertprozentig auskennt und die ganze Kacke dann um die Ohren fliegt. Naja, also was ich halt, an was ich halt dachte, ist, dass man einfach irgendeine Möglichkeit findet, sich da als Teilhaber oder irgendwas reinzudingsen, so dass aber still halt, dass du irgendwie im Zweifel ein paar Prozente kassierst, aber ansonsten nichts passiert. Na, was wäre denn mit einer anderen Möglichkeit? Die Wuri hat ja auch so angefangen damals im Krieg, dass sie halt nicht hingegangen sind und ich bin dann irgendwie öffentlicher Teilhaber, sondern hey, ich helfe dir, du hilfst mir, du gibst mir Geld, wenn nicht, weißt du, was passiert, oder wenn nicht, dann hast du halt die Vorteile nicht mehr von unserer Geschäftsbeziehung, aber die waren halt nicht namentlich benannt und das, die ganze Scheiße war halt komplett illegal. Weißt du wie? Das läuft wie vorher, aber es gibt Leute, die kassieren und du machst vielleicht noch irgendwelchen anderen Shit in so einem Taxiunternehmen, was du halt zuvor hast, da will ich nicht Drogen verkarren oder so ein Kack. Sowas würde ich niemals tun. Na, was auch immer man sich da vorstellt, weiß ich nicht. Einen Sitz heimlich nass machen, sodass Leute, die sich reinsetzen, damit einen Massenschritt rausgehen. Ha. Dann habe ich halt schon mal von Eltern gehört, muss ich sagen. Gemacht. Ich fand das von ihm schon ziemlich demütigend, aber ist okay. Also keine Ahnung, man kann das machen, ja, Firmen haben Teile, überredest einen Geschäftsführer einen Teil zu verkaufen und dann haben wir da einen Strohmann, den ich mir noch besorgen muss und klären das alles, aber... Du sagst also, das ist nicht ganz so sinnvoll. In diesem Fall. Ich weiß nicht, wenn ihr was mit einem Geschäftsführer ausmachen könnt, wo alle glücklich sind und ihr ohne nicht kassiert und keiner muss davon wissen. Das Ding ist, wenn dann mal irgendwas passiert, ist der Geschäftsführer und das Unternehmen halt gefickt. Und eure Namen, ich meine, was gilt denn dann ihre Aussage? Und eure Namen tauchen nirgendwo auf, wenn das nicht angibt. Eure Gesicht da hoch nicht und so weiter. Das ist halt einfacher, ne? Na gut. Wär mir lieber. Na gut, wenn das so viel unproblematischer ist, dann lasse ich mich selbstverständlich gerne eines Besseren belehren. Aber lässt du dich auch gerne eines Besseren belehren. Natürlich. Der es ist halt, Grund, Entschuldigung. Es ist ja immer gut, jemanden zu haben, der Ahnung hat. Deswegen kommen wir ja zu ihm. Der eigentliche Grund ist natürlich, dass ich als ehemaliger Besitzer einer schlecht gehenden kleinen Betriebsverkaufskacke da das nicht mit ansehen kann, wenn jemand sein teuer und mit Tränen verdientes Ding und so. Das ist natürlich der eigentliche Grund, ne? Du lügst. Das stimmt. Und das nicht mal gut. Wäre auch beleidigend, wenn ich gut liegen würde. Also, was würde ich hier für Schläge kassieren, wenn ich euch anliegen würde, Alter? Keine. Das wusste ich nicht. Es war wie immer sehr schön, mit euch zu reden. Ich finde es einfach traurig. Alter, also, lügst du mich gerade an, oder was? Ich dachte, ich probier's mal. Vielleicht wäre ich ja besser. Nein. Echt scharfe Hose, Jojo, übrigens. Die ist ja richtig flott. Das stimmt. Hat er nicht gesagt. Achso, erwartest du jetzt eine Antwort? Nee, was mir übrigens noch eingefallen ist, wenn ihr euch doch dazu entscheidet, da Geschäftsführer zu werden, ihr wisst auch, dass ihr dann, also Teilhaber, dann wisst ihr auch, dass ihr haftet, ne? Wenn ja, da irgendwas ist und das Konzern euch verklagen können oder so. Ah, nee, ich will weder verklagt werden noch gehaftet werden. Nee, ich meine dann mit Geld halt. Ja, ja. Und unter Umständen sehr viel mehr, als die Scheiße da wert ist. Okay. Das wäre ziemlich blöd. Dieses Gespräch war etwas weniger erhebend als das letzte, aber... Seid froh, dass ich jetzt nicht noch die schöne Geschichte vom Zerfall der Idee von der GmbH erzähle. Bitte erzähl, ich hab Zeit.
Achso, die Scheiße hätte man klären können, sodass ihr nur mit dem haftet, was das Unternehmen wert ist, aber die Konzerne haben sich gedacht, dass das auch irgendwie eine doofe Idee ist und haben das auch kaputt gemacht und deswegen gibt's es nicht mehr. Was? Ja. Hast du noch nicht gemerkt, dass die Globalisierung uns alle glücklich gemacht hat? Also. Keine Ahnung. Mich schon. Schön. Siehst du? Wenigstens einer. Ja. Na gut. Dann gehen wir bösen Buben und Mädchen mal auf die Finger klopfen. Genau. Ich freue mich, dass ihr für Recht und Ordnung kämpft. Na klar. Sowie Sauberkeit und Disziplin. Na selbstverständlich. So einen Betrug kann man doch nicht durchgehen lassen. Nee, den finde ich auch nicht. Siehst du? Das ist, die Leute müssen lernen, dass sie ihre Taten besser verschleiern. Ja. Das war schon immer die Prämisse. Du kannst so viele Kekse klauen, wie du willst. Du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Ja. Entweder du hörst auf zu klauen oder du wirst ein besserer Dieb. Sehr gut. Genau. Nehmen wir sie uns einzeln vor, sagt Jojo, während sie weggehen, oder zu zweit? Wir können uns die Frau auch zu zweit schnappen. Ich glaube, den Jungen lassen wir einfach in Ruhe. Hä? Von dem haben wir ja nichts. Doch. Das Problem ist, wenn wir den zu sehr unter Druck setzen, macht er irgendwann einen Fehler und dann verquatscht er sich. Das stimmt, das reicht sogar erstmal bei ihr. Wenn sie kann ihre Scheiße da ja durchaus machen, wenn sie da unbedingt Bock drauf hat, aber wenn sie also ich sag mal, wenn wir ihn auffliegen lassen, lassen wir gleichzeitig sie auffliegen und Neonet kassiert beide ein. Eben. Na gut, dann sollten wir sie mal besuchen gehen. Daheim? Ja. Ansonsten würde sie auch irgendwie, geht immer zu einem Aerobic-Kurs und ist dann eine der letzten, die immer aus dem Fiddy rausgeht, weil sie ein bisschen länger braucht noch, um sich wieder aufzuhübschen. Und das keine, also da könnte man sie auch abgreifen, wir könnten auch gern zu ihr nach Hause gehen, das ist mir egal. Nee, nach Hause ist mal besser. Okay, schön. Da hat man mehr Ruhe. Wollt ihr wieder auf sie warten oder wollt ihr dann erst anklopfen? Nee, wir wollen dann erst anklopfen. Schön. Wir würden ja niemals irgendwo einbrechen. Wir kämpfen immerhin gerade gegen Unrecht in Moskau. Das Unrecht in dieser Welt. Das Unrecht. Na, Judy, ihr gestandenen Mörder. Dann, Was? Wir haben noch niemanden umgebracht. Heute. Stimmt sogar. Krasser Shit. Ja, ihr geht da hin und könnt ja gern klingeln. Könnt auch gern direkt an ihrer Haustür klingeln. An ihrer Wohnungstür meinst du? Die meine ich doch. Ja, genau. Ja, dann wird wenig später die AR-mäßige Bild eingeblendet im Bademantel. Es war abends, ne? Ja, jetzt nicht ultra spät, aber... Ja, im Bademantel wird quasi an der Tür eingeblendet. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben eine kleine Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen. Ja, ich habe vergessen, das Wichtigste zu fragen. Haben Sie zufällig sich schon verkleidet? Habt ihr euch verkleidet? Ja, klar. Okay. Worum geht's denn? Es ist ehrlich gesagt schon ziemlich spät. Es ist 8:30. Das ist eine Angelegenheit, die leider keinen Aufschub duldet. Es geht um Pilotsoftware. Dann... Sollten Sie vielleicht das über die Unternehmensmatrix-Adresse... Oh, das wird schwierig. Ich denke nicht, dass wir das hier besprechen sollten, ganz ehrlich. Nicht hier. Man weiß ja nicht, zumindest nicht auf dem Flur. Oh. Sie wird dann die Tür öffnen. Es dauert aber noch ein paar Sekunden. Und wird dann quasi dahinter stehen. Sie hat eine Hand im Bademantel. Also in der Tasche. Ja, hat sie sich vorher da was reingesteckt? Wir haben Videos von ihrem Haus. Stimmt. Carbon hat Kameras in ihrer Wohnung.
Ja, ein Taser. Ja, dann gehe ich an ihr vorbei, ne? Sie brauchen den Taser nicht. Keine Sorge. Jojo schließt die Tür. Sie würde ihn dann langsam rausholen und da irgendwo halt dahin legen. In ihren, ach, es gibt keine Schlüsseldings mehr. In so eine hässliche Schale mit irgendwelchen Murmeln drin. Schön. Ich freue mich einfach, ohne sie zu zwingen. Sehr schön. Sogar ohne sie anzufassen. Du bist ja ein großer, starker Ork. Was will sie denn machen? Dich tasern? Ja, das tut verdammt weh. Ja, man hört immer, dass Orks das aushalten und dann noch wütender werden und dich zu Gruppen vergewaltigen alleine. ich habe noch keine Frau gefunden, die was dagegen hat. Konst sie noch stärker. Du stupst sie an und die fällt um. Sie wird dann quasi in Richtung Wohnzimmer/Küche gehen, dort nochmal sich eine Tasse Tee eingießen und euch quasi fragend angucken. Na, Jojo hat so ein paar von diesen Chips mitgebracht. Nein, eher in die Richtung, ob ihr auch was wollt. Nein, danke, sagt Jojo und setzt sich. Der Herr? Nee, danke. Dann wird sie mit ihrer Tasse Tee sich auch setzen. Also, uns sind da verschiedentliche Dinge zu Ohren gekommen, die beinhalten, dass sie Upgrades für ihre Wagen-Plugins für die Pilotensoftware auf illegalem Wege von einem Programmierer erhalten, der zwar bei Neonet angestellt ist, aber seine kleinen Nebenprojekte am Unternehmen vorbeilaufen lässt. Das stimmt. Diese Projekte stehen in Zusammenhang mit einem Todesfall, der sich vor ein paar Jahren ereignet hat. Stimmt das auch? Ja. Gut. Die wirkt übrigens ganz schön, die Schuld nagt an ihr, untenrum. Aber vor allen Dingen auch obenrum. Schön, dass wir das jetzt auch einfach mal auf Video haben, wie die einfach alles gesteht. Stimmt. Und am besten auch auf Audio. Natürlich. Ich habe ja Cyberaugen. Ihr habt doch alles, und, ne, also wir haben ja alles. Gut. Aus verschiedenen Perspektiven. Kannst nicht unterm Bademantel gucken. Das habe ich vorher schon gesehen. In der Dusche. Das stimmt halt. Gut. Ich nehme weiterhin an, dass Sie ein gewisses Interesse daran haben, dass Ihr Lebensstandard bzw. Ihr Unternehmen und Sie als Geschäftsführerin erhalten bleiben. Sie sind von keiner Regierungsstelle? Nein. Ein anderer Konzern? Nein. Ich bin daran interessiert, dass ich mein Unternehmen auch in Zukunft führen kann. Gut. Dann tun Sie das weiter. Das Einzige, was auf sie zukommen wird, ist eine gewisse Gebühr. Nun, das wird schwierig werden. Inwiefern? Nun, wenn ich das Geld nicht mehr bekomme, was ich dafür erhalte, dass ich diese Plugins quasi teste, wird das Unternehmen vermutlich keine Gebühr abwerfen, die sie auch nur im entferntesten... Oh, diese Unternehmung können Sie durchaus weiterführen. Dass ich Sie richtig verstehe. Was Sie im Wesentlichen möchten, ist eine monatliche Auszahlung dafür, dass Sie Stillschweigen bewahren. Genau. Außer Ihnen weiß niemand davon.
bis jetzt. Was halten Sie davon, wenn wir vielleicht einen Schritt weiter gehen? Meine finanziellen Mittel sind beschränkt. Es gibt sicherlich andere Dinge, die innerhalb dieses kleinen Unternehmens für Sie irgendwie relevant wären. Allerdings kann ich dieses Arrangement mit Herrn Pucinek-Livitsch-Kovic. Du kannst es selber nicht ausbringen. Hallo, ich hab natürlich nicht. Ich kann es einfach nicht mehr aufrechterhalten. Es ist... Und ich bin mir sicher, dass wir irgendwie übereinkommen. Ich bin mir sicher, dass ich auch Teile meines Lebensstandards eintauschen könnte, indem ich sie an sie quasi abtrete, finanziell dafür, dass diese Vereinbarung mit ihm zu einem Ende kommt. Ich möchte nicht mehr länger Testperson sein und meine Fahrer und vielleicht auch meine Kunden zu Testpersonen machen dafür, dass er seinen Ehrgeiz befriedigen kann. Wie gesagt, eine monatliche Gebühr. Wie die zustande kommt, ist mir gleich. Ob Sie sagen, Sie ziehen in eine Wohnung, ob Sie selbst auf den Strich gehen, ob Sie irgendetwas anderes tun, ist mir vollkommen egal. Es kann sein, dass diese Gebühr mal niedriger ausfällt, wenn dieses Unternehmen uns auf irgendeine Art und Weise anders nützlich sein kann. Ich möchte keinesfalls anmaßend sein. An welche Gebühr hatten Sie gedacht? Ich nehme an, es wird nicht auf einen prozentualen Anteil der Gewinne hinauslaufen. Und wie macht man das? Doch sonst eigentlich arbeiten die immer prozentual, oder? Das ist eigentlich am sinnvollsten. Naja, aber du hast meistens, also häufig machst du es auch nicht prozentual, weil wenn es halt schlecht läuft, kriegst du auch nichts von dem. Und die, also das Ding ist halt folgendes. Du kannst halt den richtigen Sopranos-Mode gehen und sagen, ich quetsche ihn halt aus, bis er langsam verreckt. Nee, das will ich nicht. Das sind dann wäre prozentual halt ziemlich nützlich, wenn du sicher gehen kannst, dass sie dich nicht bescheißt, was du halt kannst, wenn du sagst, Gandhi, guck mal die Bücher durch. Doch, genau auf das wird es hinauslaufen, auf einen prozentualen Anteil. Das bedeutet auch, dass regelmäßig eine Prüfung ihrer Bücher stattfinden wird, um sicherzugehen, dass sie sich selbst nicht übervorteilen, aber wir sind ja auch keine Unmenschen. Das bedeutet auch, dass wir in den nächsten Wochen oder Tagen, je nachdem, uns ihre Bücher angucken werden und dann einen Anteil festsetzen, der dem Unternehmen nicht zu sehr schadet und uns trotzdem einen gewissen Nutzen bringt. Gehe ich recht in der Annahme, dass ein Unternehmensberater, den ich für eine kurze Zeit angestellt habe, dann direkt in meiner Firma vorbeikommen wird? Das werden wir dann noch klären. Natürlich. Es geht mir nur darum, ob wir uns darüber einig sind, dass so wenig wie möglich, und es gibt ja in jeder Firma sehr viel Geschwätz, zu allen anderen durchdringen sollte? Natürlich.
Ich denke, niemand hat ein Interesse an unserem Arrangement außer uns. Mir ist natürlich auch bewusst, dass wenn später andere Dienstleistungen von mir erwartet werden, dass dann einzelne Fahrer instruiert werden, vermutlich von ihnen direkt. Und ich denke, das ist möglich. Ich habe bestimmt einige, die schweigsam genug sein werden. Das klingt vielversprechend. Ich möchte damit nur sagen, dass ich sehr gern bereit bin, mich kooperativ zu zeigen, einfach auch, weil es schwer möglich ist, dieses Unternehmen ohne Hilfe aufrechtzuerhalten. Jedoch bin ich davon überzeugt, dass auf lange Sicht tatsächlich diese Vereinbarung mit dem Herrn von Neonet alles den Bach hinuntergehen lassen wird. Und ich bin sehr gern bereit, am Anfang einen deutlich höheren Anteil zu bezahlen, oder über einen längeren Zeitraum höhere Anteile zu zahlen, damit dieses Problem verschwindet. Wie genau sieht Ihr Arrangement aus bis jetzt? Ich werde in verschiedenen Listen und Ausschreibungen, zum Beispiel für Krankentransporte oder für Altentransporte, nach oben geschoben und kann dadurch mein Auskommen einigermaßen sichern und muss dafür verschiedene Programm-Upgrades in meine Wagen implementieren. Die Fahrer wissen, denke ich, einigermaßen Bescheid. Nicht in vollem Umfang, aber ich denke, sie wissen, dass das keine normalen Werbedinge sind, die da eingebaut werden, auch weil die Funktionsweise häufig problematisch ist. Das ist im Wesentlichen der Deal. Einmal in der Monat muss ich mich mit dem Herrn treffen. Nicht, um dort irgendetwas auszutauschen oder sonst etwas. Es ist einfach seine Art, sich meine Gefügigkeit zu sichern oder sich derer sicher zu sein. Er hofft sich letztlich den großen Durchbruch und damit eine bessere Anstellung. Sie sind bereit, auf die Vorteile, die Ihnen dieses Arrangement bietet, zu verzichten. Es haben sich auch immer wieder Nachteile ergeben. Die Funktionsweise seiner Programme ist einfach nicht besonders gut. Und sollte irgendwann mal etwas passieren und erneut eine Prüfung stattfinden, dann ist, wie soll ich sagen, dieses ganze Unternehmen direkt weg vom Fenster. Ich werde selbstverständlich im Gefängnis sitzen. Sollten Sie dann zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Weise mit diesem Unternehmen in Verbindung gebracht werden, wird das für Sie Probleme aufwerfen, die nicht da wären, wenn diese ganze Sache vom Tisch wäre. Und was hindert Sie daran, dieses Arrangement mit ihm einfach aufzukündigen? Der Unfall, von dem Sie gesprochen haben. Ich denke, das wird sich lösen lassen. Dann steht unsere Zusammenarbeit absolut nichts im Wege. Über die Einzelheiten werden wir Sie dann noch informieren. Selbstverständlich. Jojo steht auf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Ich werde Ihnen die Hintertür öffnen. Die Kamera dort ist heute früh ausgetauscht worden und noch nicht angeschlossen. Falls Sie das wünschen. Sehr aufmerksam von Ihnen. Sehr gern. Ja, dann wird es euch zur Tür geleiten. Würde Tür unter euch schließen und die Hintertür ist tatsächlich offen. Und ja, die Kamera ist tatsächlich noch nicht eingestöpselt. Dann du weißt ja, wie es ist. Ich könnte hier noch diesen Stecker reinstecken, aber Feierabend. Ist Feierabend. Dann werden wir gehen. Das klang erfolgreich. Oh. Müssen wir nur den Typen loswerden. Kein Problem. Wir sagen ihm einfach, dass wir von seinen Sachen wissen, dass wir ihn auffliegen lassen, wenn er jetzt nicht aufhört. Die kann man vielleicht auch später wirklich noch für eine Expandierung in dieser ganzen Geschäftssachen ranziehen. Die scheint ja recht motiviert zu sein. Das stimmt.
Naja, also der hat halt auch noch einfach 70.000 Millionen Schulden, ne? Ja, aber das motiviert Leute ganz ungemein. Das stimmt. Ja, eben. Sollen wir den Typen jetzt direkt erledigen? Ach, so ein Unfall auf offener Straße ist immer schade. Willst du ihn doch killen? Ja, nicht unbedingt, aber, ne? Eine Lektion können wir nicht mehr gut verteilen. Oder wollen wir ihn einfach nur besuchen? Hä? Oder wollen wir ihn einfach nur besuchen? Der wird die Tür nicht aufmachen, der kommt doch da gerade nicht in die Wohnung rein. Ach, wobei ja, doch. Ihr kommt jetzt wieder in die Wohnung rein, die Sachen sind abgeschlossen, aber bei ihm ist es tatsächlich sicher ihn irgendwo anders als in der Butze. Wir fangen ihn einfach irgendwo ab. Okay, wird das am nächsten Tag gut möglich sein, aber dann ist es kein Problem. Nach den Einkäufen. Tja, so zu erledigen hat. Das ist ganz einfach. Einer links, einer rechts. Nette Hand auf die Schulter. Na, mein Freund, wie geht's? Wir haben da eine Kleinigkeit mit Ihnen zu besprechen. Und bitte verfallen Sie jetzt nicht in Panik. Das ist nicht notwendig. Er fängt ein bisschen an zu hyperventilieren, übrigens. Ja, ist ja nicht das Ding. Ruhig atmen, alles easy. Brauchen Sie eine Papiertüte? Er fängt stärker an zu hyperventilieren. Alter, ich gebe ihm eine Papiertüte. Er wird weniger hyperventilieren. Ganz ruhig. Geh mit ihm irgendwo in eine Seitendingsbums. Werdet ihr ihn weiterhin festhalten? Nö. Jojo hat ihn sowieso nie festgehalten. Das stimmt, ja. Ich habe ihn auch nur locker, flockig. Ja, aber der kommt mit Berührung nicht so gut klar, glaube ich. Unmöglich. Lass ihn mal los. Wird bereitwillig mitkommen, in sein Tütchen atmen und irgendwann das loslassen. Schön. Haben wir uns beruhigt. Was habt ihr für Verkleidung gewählt? Angemessen für diese Gegend, aber nicht zu gut. Aber Freizeitstil oder was? Ja. Jojo. Okay. Ich hab das ausgeschaltet, ich kann gar kein Geld auf meine Credsticks ziehen. Wir wollen gar kein Geld von Ihnen. Wir wollen uns nur mit Ihnen unterhalten, sonst nichts. Ruhig atmen. Ich gebe ihm, also ich drück, heb die Tüte wieder ein bisschen höher. Nimmst du die aus der Hand, aber er benutzt sie noch nicht. Gut. Jojo holt einen Chip aus der Tasche. Was ist das? Das könnten Sie uns erklären. Dann müssten Sie mir den hergeben. Jojo gibt ihm den Chip. Ja, das ist eine der Kopien von dem Zeug. Na, schon klar. Das kann der nur nicht wissen. Der denkt bestimmt, seine Expertise wird das gerade eiskalt ausgenutzt, verstehst du, weil er so ein krasser Dude ist. Oh. Richtig. Also, Sie werden Unternehmungen dieser Art in Zukunft einstellen. Und zwar vollständig. Wenn Sie das nicht tun, freut sich Ihr Chef bestimmt über eine kleine Nachricht und eine Probe Ihrer Programmierkunst. Okay. Jetzt zerbricht den Chip. Och. Nicht so gut. Wir haben genug davon. Und das war eine Kopie einer Kopie, also blöd nicht. Das war metaphorisch gemeint, ihr Lappen. Nein, ihr Kretins.
Er hat einen Witz gemacht. Hey, nee, dass ihr das versteht. Das war quasi das Zeichen, dass ich das lasse. Er rollte ein wenig mit den Augen. Gut. Schön, dann sind wir uns ja einig. Wir kontrollieren das. Ich knuff ihn, also ich nehme ihn nochmal so freundschaftlich in den Arm, so mit einem Arm und drück ihm seinen Kopf an meine Brust. Ne? Dann sind wir alle wieder Freunde. Ich bräuchte mal eine Intischen-Überreden-Probe. Warum, Jojo, meint das ernst? Die kontrolliert das wirklich. Deswegen habe ich gesagt Intuition. Oder ist das Willenskraft? Das ist ja auch völlig egal. Du bist die Verteidigerin, ne? Ja. Shit. Daddy, du wolltest nicht, ne? Ist auch egal jetzt. Er scheint ziemlich heftig abzuwägen, ob ihr in der Lage seid, das zu kontrollieren, wenn er es einfach irgendwo anders macht. Weil... Du weißt schon, Konzerne sind halt schon ein bisschen was Besseres, auch wenn sie am unteren Rand stehen. Gerade von Leonid. Pass mal auf, mein Freund. Es hat uns eine halbe Stunde gedauert, alles über dich herauszufinden, was wir wissen mussten. Und es wird uns kaum mehr als ein müdes Lächeln kosten, zu kontrollieren, was du da treibst. Sollte ich in irgendeiner Form herausfinden, dass du an anderer Stelle deinen Schwachsinn weiter programmierst oder ausgibst, dann wandern ein paar dieser Chips postwendend an eure Konzernsicherheit. Und ich habe einen ungefähren Eindruck, was sie mit Leuten wie dir machen. Oder möchtest du einen kleinen Vorgeschmack? Er schüttelt mit dem Kopf. Und meint dazu, Verstanden. Sicher. Und? Ja. Gut, ich drücke ihn nochmal an meine Brust. Klatsche ihn so ein paar Mal freundlich auf die Wange. Dann ist Freunde alles fürs gut. Leben. Er scheint sich eher zu ekeln, als direkt davor Angst zu haben. Das ist völlig in Ordnung. Guck mal, er verachtet dich. Warum bloß? Ich weiß nicht. Warum verachtest du ihn? Mach ich nicht. Doch, tust du, ich hab's gesehen. Warum? Vielleicht ist er Humanist. Nee, ich bin kein Humanist. Ein Metamenschenhasser. Er hält sich für keinen Metamenschenhasser und er ist nicht bei Humanist. So viel stimmt schon mal. Weißt du, was man mit Humanus-Idioten macht? Da, ich glaube, wo ich herkomme? Ich glaube, er ist einfach nur... Keine Ahnung. Da tust du auch recht dran. Diese Humanus-Leute sind totale Schwachköpfe. Nein, aber er arbeitet für den richtigen Konzern, denkt er. Deswegen ist er was Besseres als wir. Wir sind der zweitgrößte Megakonzern der Welt. Und was bist du? Ich bin ein Teil einer Elite. Ja. Aber das wollen wir dir nicht kaputt machen. Wir haben die Wireless Matrix erst aufgebaut. Eben. Ohne uns gäbe es das alles nicht. Und damit du weiterhin Teil dieses tollen elitären Clubs sein kannst. Ja, du hast ja recht. Sind wir doch Freunde, sagst du, ne? Ich mach, was ihr sagt. Gut. Man sieht noch ein bisschen Empörung in seinem Face, ne? Naja, ich glaube, er nimmt uns immer noch nicht ganz ernst. Doch, das schon, aber Empörung über das, was du gesagt hast. Ach so. Ja, aber das hat mich, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ist auch vollkommen okay, da ist ein Lappen. So, du kleiner Elite-Gangster. Mach dich mal vom Acker. Ja, der wird sich umgucken. Hinter ihm ist die Gasse halt geschlossen. Das heißt, er müsste an euch vorbei. Er wird sich kurz Überwindung schnappen und das dann auch machen. Ich bin ja jetzt schon an der Seite vorbei, wo Jojo steht, nicht wo Kaban steht. Da ist so eine Mülleimer. Er würde dich halt fast berühren, ne? Nee, das macht er garantiert nicht.
weil... Force 4, bam, weggeschleudert. Ich hab doch gesagt, Menschen explodieren einfach so. Ja, ups. Ups, she did it again. Vielleicht lässt sie mal ganz, ganz kurz die Magie anbritzeln. Damit also er auch wird er dann zurück in die schmutzige Gasse stolpern und noch an den Rand rutschen. Der wird jetzt nicht mehr einfach gehen. Ich glaube, ihr müsst jetzt einfach gehen. Ja, wir gehen jetzt einfach, aber jetzt hat er wenigstens genug Angst. Das stimmt. Okay, Maxi-Taxi-Elfe. Gut. Machen wir Schluss für heute, sagt er. Sehr gut. Yay! Nach nur 249 Folgen besitzen die stolzen Runner und Runneretten Maxi-Taxi. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass das alles bisherige locker in den Schatten stellt. Und mehr. Ja, ja. Und dabei haben sie nicht mal jemanden umgelegt, oder? Sie haben nicht mal jemanden umgelegt. Ich bin ja so glücklich, ich könnte kotzen. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen... Obstsalate.